Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Stadtgespräch Böbling. Wir sind einmal mehr in der Motorworld auf dem Flugfeld und ganz herzlich begrüßen darf ich Reinhold Bauer. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön, ja. Herr Bauer, Sie sind Geschäftsführer des Zweckverbandes Schönbuchbahn. Was ist die Schönbuchbahn? Die Schönbuchbahn ist eine kleine Nebenbahn, wobei das kleine Nebenbahn muss man in Anführungszeichen setzen, zwischen Böblingen und Dettenhausen, 17 Kilometer lang. Aber die Fahrgastzahlen sind so groß, dass man sie eher mit einer kleinen S-Bahn vergleichen kann. Also insofern etwas verniedlichend gesagt, aber eine schöne kleine Eisenbahn. Sie haben es gerade gesagt, hohe Fahrgastzahlen. Was bedeutet das konkret in Zahlen? Wir haben 1993, 1994 2500 Fahrgäste prognostiziert, haben dann am ersten Tag schon über 3000 gehabt, haben jetzt die letzte Zählung 9400 und haben eine Prognose mit über 10.000. Am Tag? Am Tag, wobei in dieser Prognose die Aufsiedlung und die Schülerzahl, also die, dass die Schulen mehr Kinder haben, noch nicht berücksichtigt sind. Das ist ja was ganz Besonderes an der Bahn. Die fährt ja direkt an Schulen vorbei und hat Haltestellen an Schulen. Ja. Also fängt an mit dem Otto-Hahn-Gymnasium, genau. Dann das Murgenbach-Schulzentrum, Schönbuch-Gymnasium. Ja. Zufall oder? Ja, Zufall, aber man kriegt immer wieder mit, dass gewisse Infrastruktureinrichtungen, dazu zähle ich jetzt mal, die Schulen durchaus an Bahnen gebaut werden. Es geht übrigens noch weiter. Wir haben in Holzgerlingen Haltestellen nahe der Schulzentrum und in Weil im Schönbuch halten wir quasi vor der Gemeinschaftsschule. Sie haben jetzt gerade gesagt, 1993 hat man das prognostiziert. Also die Bahn ist noch gar nicht so lange auf dem Gleis, oder? Jein. Der Ursprung der Bahn geht auf 1911 zurück. Also 1911 war die Inbetriebnahme, damals noch mit Dampfbahnbetrieb. Und dann wurde 1967 die Bahn eingestellt, damals von der Deutschen Bahn AG. Und dann wurde 1996, war ich auch schon aktiv dabei, die Bahn wieder eröffnet und ist eine einzige Erfolgsstory. Ja, das heißt, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt so den einen oder anderen damals schon sehr überrascht hat, dass da plötzlich wieder Züge auf den alten Gleisen fahren. Ja, in der Tat, wobei es gab relativ viele politische Aktionen. Es war lange Zeit in der Presse, also als dann die eigentliche Eröffnung im Dezember 96 war, war es eigentlich dann schon wieder so ein Stück weit, dass die Leute sagten, ja, jetzt kommt die Bahn. Ist das so ein Trend, dass doch mehr Verkehr jetzt wieder auf öffentlichen Personennahverkehr geht und der Individualverkehr gerade in unserer Ballungsregion mit täglichen Staus abnimmt, also der Individualverkehr? Es ist ein Trend, dass der öffentliche Verkehr Busse und Bahnen zunimmt. Seit vielen Jahren haben wir bundesweit Steigerungen, auch europaweit und weltweit Steigerungen. Es gibt auch Programme, dass gesteigert werden muss und soll. Dass der Individualverkehr deshalb zurückgeht, ist nur punktuell leider richtig. Aber es geht ja nicht um eine Frontstellung, sondern es geht ja um ein sinnvolles Verkehrsmittel für den jeweiligen Zweck. Wie lange ist der Zug unterwegs von Böbling nach Dettenhausen? 25 Minuten. Und fährt also damit praktisch zweimal in der Stunde? Fährt zweimal in der Stunde im 30-Minuten-Takt, ja. Und ich habe gesehen, Sie haben 12 Haltepunkte. Das heißt, man kann das auch nutzen, um zwischendrin beispielsweise entweder was zu erledigen. Man könnte einkaufen fahren oder man kann auch fast in Schönbuch reinfahren. Ja, natürlich. Wir haben am Wochenende sehr viele Ausflügler auf der Bahn, auch Fahrradfahrer. Jetzt ist es so, alle, die die Schönbuchbahn nicht nutzen, die schimpfen. Also zumindest, wenn Sie im Moment von Böblingen Richtung Ehningen unterwegs sind, weil eine der Hauptzufahrtsstraßen von Böblingen gesperrt ist, nämlich die Herrenberger Straße, weil Sie da bauen. Ja. Was machen Sie da? Eigentlich machen wir was für die Autofahrer, nur die müssen momentan ein bisschen drunter leiden. Wir legen die Straße tiefer und die Bahn oben drüber, sodass in Zukunft ein kreuzungsfreie Wege entsteht und damit wird auch der Autoverkehr eher beschleunigt. Im Moment hat es da noch Schranken. Genau. Und hätte das jetzt nicht gereicht? Im Moment kommt man doch einigermaßen noch klar. Wir fahren in Zukunft zwischen Böblingen und Holzgerlingen im 15-Minuten-Takt in der Hauptverkehrszeit, also morgens, mittags und abends. Und dadurch ist die Schrankenschließzeit länger als heute. Und wir fahren schneller, statt 80-100. Dadurch müssen die Schranken früher zugehen. Und dies alles führt dazu, dass die Herrenberger Straße ziemlich massiv gestört würde. Und es ist ja eine der Haupteinfallstraßen von Süden Richtung Böblingen. Tübinger Straße ist zwar auch betroffen, aber da gilt es nicht ganz so. Da gilt es nicht ganz so, wobei der
die Sperrzeiten an der Tübinger Straße auch länger werden. Aber das hält sich im Rahmen und wir haben mit der Stadt Böblingen lange darüber diskutiert, wie wir das machen. Und wir gucken mal und bessern im Zweifel auch nach. Wenn man dann die Strecke so weitergeht, es geht vorbei am Böblinger Zimmerschlag, dann in den Wald, das ist alles ja problemlos. Wie ist es in Holzgerlingen? Gibt es da auch neuralgische Punkte? In Holzgerlingen gibt es auch eine ganz große Baustelle, die größte unterwegs. Und zwar wird in Holzgerlingen die Bahn zweigleisig tiefer gelegt zwischen Holzgerlingen Nord, also dort, wo man aus dem Wald rauskommt, in die Stadt Holzgerlingen rein und bis ja ein paar hundert Meter vor den Bahnhof und die Haltestelle Holzgerlingen Nord wird dann verlegt auf die andere Seite Richtung Bahnhof, was auch zur Erschließung der Baugebiete im Hülben sehr positiv ist. Also Sie leben ja auch von Baugebieten, sage ich mal, ja. Sie profitieren davon, weil die Menschen den Zug nutzen. Sie sagten jetzt gerade, das wird zweigleisig ausgebaut. Das ist notwendig, um eben den Begegnungsverkehr hinzukriegen. Ja, wir haben heute Begegnungsverkehr in Holzgerlingen Ort, wo die Bahnen warten und stehen. Das wollen wir vermeiden. Wir wollen schneller werden, müssen schneller werden. Und deshalb gibt es einen zweigleisigen Ausbau zwischen Böblingen Bahnhof und Danziger Straße, also bis vor die Tübinger Straße und dann wieder vom Zimmerschlag bis Holzgerlingen zum Bahnhof. Wunderbar, vielen Dank bis hierher, Reinhold Bauer, meine Damen und Herren. Das war Teil 1 unseres Stadtgesprächs. Bleiben Sie dran, Sie erfahren gleich noch viel mehr über die Schönbuchbahn. Willkommen zurück zum Stadtgespräch Böblingen, heute mit Reinhold Bauer. Er ist verantwortlich als Geschäftsführer für den Zweckverband Schönbuchbahn. Zweckverband bedeutet, es gibt mehrere Beteiligte. Wer sind die Partner denn? Die Beteiligten sind der Landkreis Böblingen und der Landkreis Tübingen. Der Landkreis Böblingen mit 80%, der Landkreis Tübingen mit 20%, weil wir in den Kreis Tübingen bis Dettenhausen ja hineinfahren. Weil die Gemeinde Dettenhausen im anderen Landkreis angeschlossen ist. Ich habe mal nachgeschaut, das war ganz lustig. Sie haben vorher erzählt, dass es richtig viele Fahrgäste jetzt gibt. Sie sanieren jetzt. Gekauft hat man damals die Bahn, glaube ich, für 1 Euro. Ist das richtig? Nein, für eine D-Mark 16. Ich war dabei, als der Landrat Heb am Tisch das Geld der damaligen Deutschen Bahn überreicht hat. Okay. Und jetzt werden Millionen investiert in die Sanierung. Wie ist die wirtschaftliche Situation der Schönbuchbahn? Also die wirtschaftliche Situation ist so wie bei vielen Bahnen, nämlich dass sie nicht kostendeckend zu betreiben sind, weil die Bahnen üblicherweise ihre Infrastruktur selbst bezahlen, im Unterschied zum Straßenverkehr, der nur teilweise die Infrastruktur bezahlt. Das heißt also Schienen, Waggons, all diese Dinge. Ja, wir investieren jetzt knapp 150 Millionen Euro, 95 Millionen rund in die Strecke und 53 Millionen in die Fahrzeuge, in die neuen. Weil wir ja umstellen vom Dieselbetrieb auf elektrischen Betrieb. Erstens, weil die alten Fahrzeuge ins Alter gekommen sind, die sind dann über 25 Jahre alt. Zum Zweiten, weil der Diesel ja ganz aktuell abgelöst werden soll. Und zum Dritten, weil wir schneller fahren, schneller bremsen und die Energie zurückspeisen wollen beim Bremsen. Und das geht nur elektrisch. Das heißt, das ist dann auch wirtschaftlicher? Das ist dann wirtschaftlicher, was den Energieverbrauch anlangt, ja. Und leiser wahrscheinlich auch? Leiser auch, absolut, weil wir ja doch relativ viele Steigungs- und Gefällstrecken haben. Und an den Steigungsstrecken wird erstens relativ viel Abgas rausgeblasen und zweitens sind die Motoren trotz Schalldämmung relativ laut. Ja, Sie fahren ja bei ein paar Anwohnern ja quasi durch den Vorgarten oder besser gesagt durch den eigentlichen Garten. Angrenzend an Vorgarten, ja. Ja, also da ist ja nicht viel Platz. Wir haben es gerade gesagt, Sie haben jetzt mit enormen Baumaßnahmen angefangen. Was erwarten Sie, wie lange dauert das? Also unser bisheriger Zeitplan war, dass wir im Herbst nächsten Jahres fertig sind. Das wird man vielleicht nicht ganz hinkriegen. Wir haben Verzögerungen im Bereich Holzgerlingen durch Zauneidechsen. Wir haben Verzögerungen durch Kampfmittelfunde, wie das im Fachjargon heißt. Wir haben Verzögerungen. Das heißt alte Bomben und alte Munition. Bomben. Ja, und genau. Wir haben Verzögerungen am Betriebshofgelände in Böblingen, wo wir auch Kampfmittelfunde hatten, wo wir viele Kabel im Boden fanden beim Ausgraben, die nicht bekannt waren. Und so kommt eins zum anderen. Lerne deine Stadt kennen bei so einer Baumaßnahme. Ja, genau. Wieso ist das nicht bekannt? Ich kenne es auch aus meiner alten Tätigkeit. Ich war ja bei der Stuttgarter Straßenbahn viele Jahre. Dass dort eben immer wieder Kabel auftauchen im Untergrund, die nicht dokumentiert sind. Die hat halt irgendwann irgendjemand irgendwo hingelegt. Ja. Zauneidechsen, es droht jetzt aber kein Stuttgart 21. Nein. Weder was die Zeitachse anlangt, noch was die Kostenachse anlangt. Aber nochmal, also
Das verstehen, glaube ich, auch viele Menschen nicht wirklich. Jetzt findet man da Zauneidechsen. Also ich würde jetzt sagen, als Naturlaie, ja okay, die arrangieren sich dann halt mit dem Zug und mit der Baustelle. Und muss man die wirklich umsetzen? Also es gibt natürlich europäische und deutsche Vorschriften und der Naturschutz wird auch in Baden-Württemberg wohl relativ ernst genommen, was ja grundsätzlich gut ist. Ja, klar. Und die Zauneidechsen sind eine sehr geschützte Art. Mhm. Und es gibt Möglichkeiten, wenn es drumherum Flächen gibt, wo die sich eventuell ausbreiten können, die spricht man von Vergrämung. Also die werden Kram gemacht sozusagen. Aber das ging dort nicht, weil das Gebiet zu eng besiedelt ist. Und deshalb mussten wir erstens Biotope bauen, neue für die Eidechsen. Und zweitens dann mehrere Sammelaktionen machen und umsiedeln. Das heißt, Sie haben die wirklich Tier für Tier eingesammelt. Genau. Großartige Aktion. Sie haben vorher gesagt, die Prognose ist 10.000 Fahrgäste. Ist das dann schon das Ende der Kapazität oder wie viel wäre tatsächlich noch möglich? Also wir bauen oder lassen bauen größere Fahrzeuge mit mehr Kapazität. Wir können den 15-Minuten-Takt auch noch mit mehr Kapazität fahren, wenn wir wollen. Wir fahren in sogenannter Einfachtraktion, also ein Fahrzeug statt zwei Fahrzeugen. Und wir können also kurzfristig dann im 15-Minuten-Takt auch mit zwei Fahrzeugen fahren, sodass wir also von Holzgerlingen bis Böblingen die Kapazitäten nochmals verdoppeln. Aber wir kriegen insgesamt mehr Luft in den Fahrzeugen, weil wir eben mehr Plätze bieten. Und Sie kommen in Böblingen ja am Bahnhof raus. Das ist ein wichtiger Knotenpunkt auch hin zur S-Bahn, zum Busverkehr. Ja. Das können Sie auch alles einhalten, auch mit den neuen Fahrplänen. Wir haben heute manchmal Probleme, die S-Bahn zu kriegen. Nicht, weil wir so schlecht sind, oder wir sind überhaupt nicht schlecht, sondern weil die S-Bahn leider aufgrund verschiedener Umstände, wo die S-Bahn gar nicht immer schuld ist, Verzögerungen oder Verspätungen hat. Wir fahren in Zukunft schneller, das heißt, wir werden noch pünktlicher. Und wir gehen davon aus, dass wir jede S-Bahn in alle Richtungen, Böblingen ist ein Punkt, ein sogenannter Null-Symmetrie-Knoten, wie das die Bahnler sagen, wo also jeder Zug auf jeden Zug Anschluss hat. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Dann hoffen wir, dass die Baumaßnahmen zügig auch tatsächlich zu Ende gehen. Meine Damen und Herren, das war Stadtgespräch heute mit Reinhold Bauer vom Zweckverband der Schönbuchbahn. Viel Spaß noch mit dem Programm.